So, hallo zusammen. Danke fürs Zuschauen zuerst mal. Wackelt heute ein bisschen, war gar nicht so einfach, eine Konstruktion zu finden, die in der Lage ist, die For the Pro-App des Xperia 1 Mark II so ein bisschen aufzunehmen. Ich habe also in der einen Hand die GoPro und mit der anderen versuche ich dann mal so ein bisschen durch die Menüs zu gehen. Also die For the Pro-App ist eine von zwei Foto-Apps auf dem Handy. Die normale Standard-App verwende ich nicht, weil die Ergebnisse für mich nicht so schön sind. Außerdem erinnert mich die App so ein bisschen an das Handy, was man nutzt. Ich zeige euch jetzt so ein bisschen die einzelnen Punkte. Also generell, wie man es bei einer Kamera kennt, es gibt einen kompletten Automodus, wo man dann relativ wenig selber einstellen kann. Genau, auf der rechten Seite sieht man sozusagen die Einstellfelder. Man kann das dann auch sperren, damit man nicht unbeabsichtigt auf dem Display etwas ändert. Dann den Programmmodus. Das ist der Modus, in dem ich meistens unterwegs bin. Da kann man dann praktisch fast alles individuell einstellen. Dann Zeitvorwahlmodus. Den verwende ich zum Beispiel, wenn man Personen, die entgegenkommen, sicher aufnehmen will. Dann nehme ich ein 200stel, ein 250stel. Der Autofokus, der aufs Auge gerichtet ist für Menschen und Tiere, ist hier sehr gut. Und mit der kurzen Belichtungszeit wird auch praktisch fast jedes Bild, selbst im Burst-Modus, bis zu 20 Bilder pro Sekunde werden da astrein scharf, also richtig gut. Man sieht auch, man kann bis zu einem 30stel, bis zu 30 Sekunden aufnehmen. Werde ich mal nachts ausprobieren, ob man da durchaus vielleicht mal einen Sternenhimmel oder sowas zeichnen, aufnehmen kann. Mit dem Schieberegler oben kann man die Belichtung ein bisschen verändern und man hat so ein haptisches Feedback. Also wenn man den Regler rechts und links verschiebt, hat man so diese typische Vibration vom Akku, die man dann mitbekommt. Und jetzt in den einzelnen Untermenüs kann man eben ja die üblichen Punkte auswählen, Fokusfelder, Messfelder. Die zwei, die gerade übersprungen worden sind, AF On und AIL, da kann man dann Belichtung und Fokussierung fixieren, wenn man sagt, das ist es jetzt, und dann zur Seite bewegen und auslösen. Was man hier nicht sieht, die Kamera, sage ich schon. Eigentlich ist das genau das, was Sony will. Das Handy hat eine eigene Auslösetaste für die Foto Pro App. Kann man also wirklich verwenden wie ein Foto. Halb durchdrücken, dann wird scharf gestellt und fokussiert und belichtet etc. Ganz durchdrücken ist eine Aufnahme. Und was schön ist, man verwackelt nicht. Also ich hatte zuerst das Gefühl, wiegt ja so knappe 180 Gramm das Handy, das ist ein bisschen verwackelt, aber die Ergebnisse sind prächtig. Da hatte ich ja vor kurzem schon ein anderes von diesen Top-Handys, da waren die Ergebnisse nicht so erquicklich. Deshalb habe ich ja jetzt ein anderes Handy. Weißabgleich, da muss ich mal schauen, ob man hier mit einer Graukarte auch sehr gut arbeiten kann. Oder ob man hier nur die entsprechenden Felder vorwählt, ist manchmal, wenn man im Innenraum fotografiert, ich denke jetzt mal solche Feiern, Weihnachten oder dergleichen, dann ist mit einer Graukarte durchaus sinnvoll, damit die Stimmung etwas besser eingefangen wird. Ja, habt ihr schon aufgepasst, was alles durch ist? Das ist ein Highlight der Augenfotos. Fokus, der funktioniert wirklich. Das ist dieses kleine grüne Kästchen, was dann auftaucht, wenn man es gefunden hat. Also wirklich prächtig. Manche Leute, also ja, die Selfie-Kamera habe ich ja noch nie verwendet. Die drehen dann auch die normale Kamera um und sagen, der Autofokus ist so gut, der Autofokus, dass man da sich selbst am besten fotografieren kann. Hier sieht man die drei Linsen, 16, 24 und 70, kann man direkt anwählen. Und dann gibt es noch hier über die Lautstärketaste, so ist es bei mir eingerichtet, einen Digitalzoom der Zwischenbrennweiten. Aber mir erschließt sich Digitalzoom nicht wirklich, weil ich kann es ja dann in der Nachbearbeitung manuell mir entsprechend rausziehen. Was ich allerdings gut finde, wenn man dann wieder auf die entsprechenden Brennweiten geht, dann ist es auch die Brennweite und nicht der davor eingestellte Wert. So, man hat noch ein Menü. Was ihr dann gleich sehen werdet, viele Dinge,
sind doppelt belegt. Also man kann sie im Menü einstellen oder in dem rechten Feld. Das finde ich ein bisschen schade, weil mir fehlt die ein oder andere Taste, die man dann vielleicht hätte verwenden können. Das sind die Dinge sind ja selbsterklärend, aber ich sage so ein bisschen was zu dem Thema Dynamikbereich Optimierer. Da kommen wir gleich hin. Da kann man wählen, ob man ja, ist das DAO oder Auto HDR verwendet. Bei DAO wird ein Bild aufgenommen und es werden so ein bisschen, ich sage jetzt mal, versucht in dunklen Bereichen zu arbeiten. Bei HDR werden mehrere Bilder aufgenommen und da ein normales Bild daraus kreiert. Bisher ist es so, dass für mich die Dynamikbereichoptimierung deutlich bessere Ergebnisse liefert, nicht so verwaschen ist und vor allem auch schneller, sprich damit auch die Bildergebnisse schärfer sind. Also momentan ist dieser DAO-Modus für mich der optimale Mo Modus im Aufnehmen. Dann ist man relativ schnell, also dann hat sie auch diese Schnappschusskamera-Funktion, die ich eben liebe, mal so aus der Hüfte schießen. Also das hat es für eine GoPro. Das ist genau das, was ich gerne hätte. Und momentan muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Viele Dinge habe ich noch nicht ausprobiert, aber man hat ja noch Zeit. Ich hoffe, euch gefällt es so ein bisschen und Fragen gerne.